Perfetto. Volevi sempre tornare a fare ora? Tak, nemusím vůbec. Nemůžu, Petr. Dříve. Tady chybí. Ty vole, já budu se vrátit. Co? Kde jsem se vrátil, nebo jak jsem vrátil? S kým ještě? Dva dny. A s kým, kde jsou všichni, kde jsou všichni, Erik, jo. No tak na to si dá ještě větším majzla, než na sura. Zatím krku. Už mi to jede jenom 150. To je 150, jo. Vy jedete o 170, 180? Ne, jedeme. V offlineu. Ale ne v tom. V offlineu, jo, tam můžeš jet 190 třeba. Co se ti bylo? Je mi kabel to se. Nemáš, dobře. Montana. Montana. Big Sky Country. Big Sky Country. Der Treasure State. Ty děláš? Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist das mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Das ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Ich zwinge sie zu sehen. A my to máme urobit. Všichni jedou s ním až někam tam do... Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Das Marsch doch. Wir überqueren jetzt den Henbane. Hello, brother. Verrückter Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren.
Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph C., das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wurde halt direkt zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Ja. Und Joseph sieht es auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Sam, White Horse an Leitstelle, over. Warte, ich probiere wieder, bitte. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Warte, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Ihr habt Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred? Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie besonders bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Das ist grundgültiger. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brett, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, benötig auch die Nationalgarde. Oh. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schuss. Rookie, zu mir. Deswegen will ich auch nicht. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sie wollen schon. Alles in Ordnung, Herz. Alles ist in Ordnung. Gut, Gültiger. Ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Naja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Dann kann ich jedes Problem mit einer Kugel lösen. Was ist das denn? Wir wollen sowas hier nicht sehen. Marsha, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Okay. Folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ja, ne? Ja, doch, wenn ich da jetzt so gehe. Das hier auf den Abgrund zu steuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Die werden kommen. Die wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, wir es wird keine Schmerzen mehr geben. Scheiß drauf. Joseph Seed.
Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor. Lassen Sie Hände da, wo ich Sie sehen kann. Ne. Genau. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg die Mistkerl-Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. Geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Lass mich zu! Nee. Bleib auf dem Pfad, Rookie. Ja, das stimmt. Soll mal. Ja? Zurück. Zu Jean? Ich befehle euch, zurückzutreten. Oh, hey, runter damit. Waffe ziehen! Waffe raus! In den Heli! Bewegung, los, zurück! Bewegung, bleib zurück! Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Das
Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei dir. Der Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen das hier. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus. Scheiße. Sofort raus hier! Was ist denn das? Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh, Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten.
Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hier mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest. Jawohl. Proč? No. What? Si, fiče. Jáš prdel. Píčovina. Nechápu, jak mu vymrtvej, tyhle. Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen. Oh ja, wem die Wolle? Schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Verdammt, der Nazi. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Ah!
Meine Kinder. Wir von hier alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch weggeben wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Trubo, debile. Ihr seid meine Kinder. Und gemeinsam marschieren wir zu den Toren von Eden. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Heißt das? Sie sind so schief? Das Pitsche. Am Rad, du weißt nicht, du. Verdammter Kollaps. Dann kam nicht, du. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren darauf, dass jemand ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Wie sagen wir? 10 Jahre ist gerade. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Jo, die Schopen und Bravo, was ist das? Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Komm zu mir. Takže vaš přímo udělaný na všechny krabice ty pitlíky, ale teď ti zbyde. Ne, tady, vychybí jedničky. Ne. Jo? To bude dostat. Jo, dobré. No tam máš ještě nějaký. No, takže ti chybí. Takže ani nedoděláš tu pravici. Vypadá jako teplo už. Ne, uděláš. Takže mi už chybí... 4. Mám akorát. Nemám. Jedničkám je chybí. No, máš jedničku. Dvojka mi chybí. Ano, ale já potřebuju... Nejsou. Nejsou. Tvaj. To je ani jedno. Dvojka mi chybí. A pětka. Nejsou. Tak to už nedělej. Ale ještě nám chybí, že? Random z... Blablá? Konfirm. Co? Já potřebuji ještě... Tři. Takže ještě jeden potřebuji. Nechybí dvojka. Aby jsme mohli doplnit. Tak, dobrá. Test, test. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt.
Die meisten Leute nennen, nimm dir die Waffe aus meinem Safe. Wir müssen diese Insel sichern, wenn wir deine Partner retten wollen. Vorsichtig da draußen. Es schwimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit. Peggys, Peggy. Ah. Oi, Camille. Chama de Pegasus, assim. Pode que é, pode você. Você tá ali. Não tem nem mais branha. Miminko, prečí, Miminko, taká sa sú tajná. Zrazu tam nic není, nemáš tam nikde nic. Tady máš dopadu. A tam je co? Tady, aby si... Je tam, kde tam testovací. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut oder nehmen Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Ich habe überall auf diese Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden gehen und den Bedürftigen helfen, okay? Touch out. Logistik, sám na své, tak měl zatrubicky. Danke, Deputy. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung erwartet. Na ja, gut. Geh. Ty vole, nebuď trapná. Lásko, uděláme večeři. Jupi. Vidíš to, ale jenom já ti všechno dělám. Sklapni, ty vole, nepíču. Uděláme někdy čaj? Ty vole, buď stichá chvíli. Ne, nebudu to taky mi musíš těch zloužit. No. Máš tady ten top. Jo. Kudy mám ho? Já jdu obejít. A dojdu. Thank you.
versunken. Gefunden. Nein! Warte jedno. Co to to? Musíš 20. Jo, 14. 80 Na 400, ne? No ne, ještě litry, vole. Ty, jak tam bylo? Co lečíme dneska v badnu, ty vole? Frajera, pokud vidím, jo? Pro? Pro? Jo? Co? Chceš mě plakat na mám zase něčím? No. Já mám pro tebe dárek. Dostaneš svatý. Ano, určitě. Ty vole. No, se to nezdal, kde hodin sedí, tak ty je pro ty vole. Ty vole, co? Když je dál sám, máš tulí břicho. Je normální. Normální.
tady, já tady to mám masakrovat. Destroy the shrine as to earn resistance points. Jo, já jsem si ale vzal zbraň, kurva, no a mám ten loot. Ale máš ty svině zkrátka. Slal si, ne? A já jsem nechal ten loot, je dobrý. Tak dostal, kokoč. Je, jest masakrovat. Scheiße, hör zu! Ich hab gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Hört sich gar nicht gut an. Dem Willen des Vaters widersetzen. Bitte hilf mir. Když přijdu do práce, tak mám čas vždycky půl hodiny. Tak jdu si za koryžičkám a pak jdu do toho. No, představ taky. Higher. Ich vertraue dir, der Petit. Aber nur dobré, jakoby zvlášť. Jakoby vypla ta svejfra a vypla ta stutora. Takže to... Tohle nějak neřeš. A co mám jako dělat? Hey, Deputy! Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Was muss ich nachher probieren? Proč? Ja, nur mit Kreide. Ich hab mich mal so umgekehrt. Ich hab Spaß im Magazin, ja. Vole? No ty vole? Tu vole jde sau. Tady ještě tak. Yes. Ty pryč, kočko, já ti zadám. Ihnen den Arsch versohlt und die Peckys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Tu doch was, bitte. Heilige Scheiße, Mann, danke. Ist das eine Postfrau? Irgendjemand passt auf mich auf. Teda Resistance. No tak a mám jí tohle. Co už to ještě byly? Jo. Bo tady, podíváme. Tady jsme byli. Tady dnes dopředu. No a nemůžu fazet ve vtrvu. Tak jdem. Es geht doch nicht über kalte Luft.
Ah, dazu, hä? Auto sind dann. Steht jetzt immer. Ah, der Kamion. Oder? So, ja. Aha. Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Wer das gemacht hat, tut mir. Wir hatten nur Angst. Deputy, es bringt gar nichts, die Insel jetzt zu verlassen. Der Nebel ist derzeit wirklich undurchdringbar und du würdest nur draufgehen. Der Nebel verzieht sich sicher bald. Hm. Naja, aber so war nicht, die wurde im Flirrende. Und so, ob das nach hier gewundert hat. Naja, ich wusste, ich hätte den Job in Boston annehmen sollen. Tujula. Facebook. Kasten. Proč to tam je německy, já tomu nerozumím. Já jsem to... Ty žádný nemluví. A jemu to jde. Co? Jindra zkusil film, ale ona... A když se stává, tak to nešlo. Já jsem se stává. Má to, no. Jo. Pokapeš na YouTube, dáš tam narad video, dáš to na YouTube, daj to. Co? Ale jde. Já tam mám sluchátka, tyba, to nemůžu tady počít na hlas. To musíš nahrávat, když tam jenom není, víš? Já proto já mám sluchátka, víš? Je to lepší. Všechny lidi tam slyšíš. No já nechci tuto! Oh, mir ist hier die Pistole. Sind ist das Spiel total schreckhaft geworden. Oh je, du wirst hier doch nicht mit dem Musik. Komm ja. Du musst noch Tali. Stopp!
Ты что наделала эту працу, Где эта музыка? Ich muss meinem Schutzengel danken. Er hat die Baseballkugel. No, so gut, du hupest, was denn jetzt? Geht der Baseballka? Sieh, ja. 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 Also, nee, nicht so eine Idee. Sieh, ja. Ty tam odkosz. Ej, po co? To się w sobotu sobie myślałem, że to będą słabe. Co? Jo, aż to bude, tam to ne? Ty vole. Bin unterwegs. Für Eden! Jo, no jo, ale jeśli by się mógł patrzeć. Iż to udzielać. No, a aby ti soud napsal jakoby nějakou omluvenku. Jo. No. Jo. Jo. Ne. Poslouchej, mám tady. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 krabic, to jsme teďka udělali já, Renata a máma, a vypočítala jsem to a za tuto, za 15 mám 4,2, protože víš proč? Já jsem si nevzala za třicetník, ale za korunu, jeden papír. Víš? Tak proto, no a zítra se to, nevím jak odnesu, asi na kartce nebo co, já nevím. No zítra. Jo, já už to mám hotový. Poslouchej, a lidi, co tam jsou, tak ty jdou dvakrát, třikrát za den na otočku, že to mají 18 krabic za 4 hodiny, jo? No. Jo. Dobrý. Čau. Jste v prdeli? Co? Musí se ho dovolenou prý, nebo co? No. A že už nemá dovolenou, co bude muset pátek nebo v sobotu dělat 16. Co? Mám se odjíst nebo ještě ne? Co? No, ne, asi. Pátek, když se bude dělat pátek nebo v sobotu 16. Ty krám. Když si vzal dovolen. Ivan. Jo. To je normální. To, že nepůjde. To nevím. To je kár. To je kár. Jaký holky. Ty to zaradíš, jaký holky. No, do píč, mě nezajím. Je ten píčos? A ho nevidím. Jaký kurvy. No ty píčo, kde je? A když? Už tady tu skličku do hlavy. No, tu zde zvolu. No, ne, tu zvolu. Unterwegs! Jdete ven? Stand up, Vík. Jo, jo, jo. Tak už jsem si
Peppi, Peppi, ich geh Peppi. Peppi, Peppi. Ja, Peppi, ja. Nicht, dass du meine Mikro. Ja, ich hab dann, Blutschäcki, nach der Wahn. Ja. Ah, dann bist du der Peppi geworden. Ach du Kacke! Oh, ich scheiß mich doch ein! Weil ich mag die Häuser. Scheiß die Wand an. Ich muss ja kein Palisade. Nein, ich muss. Ich muss nicht die Palisade. Nee, da muss ja kein Chlap, vole. Ich bin da bestell ja na tu Brigadu, vole. Da muss ja kein Chlap. Spal vedle, na pravý straně vstal, napravo. Do pokoji. Tam jde, Iván spí, tam jde v té místnosti napravo. Co se tam bylo? Máš na chodbě, tam je blau skříně, na chodbě. Na chodbě. No, tak už není žádná. No, to není. Je, že moje bába jí má. Tady jsem ještě na tom ostrově. Vůbec ten elektrický ten prout? To mi něco říká, časová. A kde jsem byl? Jeder hier hat schon mal irgendwie. Ich höre das. Co to bylo? Kde? Bleib ganz ruhig. Buď jsem slepej. A nebo nevidím. To nechápu. Hele, mě si zmyslili kočky, já jsem kočky milovala. Ale to nemůže, chudák. Panička, ty prázdnejka. Ne? Kurva, jde ten tegeš? Je, yeah, úplně. Že už to šlo za půl hodinu. To jsou ty sušenky. Nejdeš, Jacky. Nejdeš. Zase mi mikinu. Vadí. Nejdeš. Já jsi sundám. Ne, půjdeš potom. Já jsi sundám. Jo, já budu dát nový Windows. Proč? Vizitku. No, co? Bude lepší. Jak bylo to potřebovat? A tady jsem byl? Tebe chvíli. Kam to chvíl? Jak dlouho trvá desítka, tak máš taky desítku, ne? To máš, vole, já nevím. Dvě minuty, je celá 34 vteřiny. Kolik hodin tu mu ti dáš? Hodinu a ně. Čtvrtě hodiny, půl hodiny. Neříkej jít. Co je? Dvě hodiny. Čiž půl hodiny, čtvrtě hodiny, ty vole. Hodinu. Hodinu. Jaký jde? No ne, už to mám štázlý. Mám pošku.
Ta picza mena. Prosím, mamy, prosím, prosím. Že si nauč patička, mamy, prosím. Já ho ten pár krát stáhnu. No. Ne, když je kino. No. A musíte mít přes desítku, ne? No, logicky. Windows. No. Já ti řekl, že si to chceš tak utáhnout. Čeky, říkám ti, že nejdeš. Tady je něco, ty vole, já jsem neběhl. Chci dát to. Ja. Als es hier so richtig losging, soll Mann seinen Truck zum Trailerpark am Silver Lake gebracht haben. Der Kerl kann kämpfen. Aber ich fürchte, das hier könnte eine Nummer zu groß für ihn werden. Ty vole! Merle Bridge. Jacky, nejdeš prostě. No, nepaduje, ty vole. To tady není. Jste za kara rozbitýho. Nej, to má být Merle Bridge, vole, tady to je. Tady. A! Ne, to není ono. Tady. Vole, to je to samý. Ty vole. To je divný. To se negiješ, nebo? Teď půjdeš, ale máte potáhne na mě. Co jsem udělal? Tady nemám nic. Tady nemám taky nic. No, to je jaká dělo. Aaaa, to je tuto! Je to, já už vím. To je ta rozhodná, vole, do píči. A ta byla tady, ne? K Central Radio Tour, jo? Tak jdeme, vole. Kde je ten kár? No, dva vajdly. No, půjdem. A pojď včera. Nicht weit von hier habe ich meinen ersten Hirsch geschossen. Ja. Du hast einen Heim, ja gut, du. Das ist mir da ist. Děláš placku. No. Dáš mi tam cibuli. No. Jo. To mi tam dáš ty. Kannst du was zu trinken brauchen, aber selbst das kriegt man heutzutage nicht mehr. Žádej chlas, jo, stáš píčo, drž hubu, že si zaudělal už chlasta, ty jo. Já nemám klíč. Ty jo. Co to je za misi? Já vůbec nevím. Bullet up the resistance by hostage destroyer, cult property undertaker mission and glare outpost. No to je co jinýho. Ty jsi si vůbec vyjebal. On asi nepřijede. No. Proč má hubu? On se na mě napsala, jestli už je nebo ne.
Já jenom, že na její jméno se hlásí René, že je jim ta poslala peníze. Was war das? Jenom, že to jsem napsala. A já jsem ne, jako já jsem nenapsala, že... Ještě jde drosen! Ale že jestli někdo tam nelže, protože... To, že my se chlubili, že někdo jim poslal peníze. Na, ale přes Anči jméno. Dneska mi volá holka, že se jí ztratí peníze z peněženky, že jí ukradla si fotku. No jo, ale to je jedno, táno. Das Jagen fehlt mir wirklich. Der Bullbost, du Wolle! Es bringt gar nichts, die Insel jetzt zu verlassen. Der Nebel ist derzeit wirklich undurchdringbar und du würdest nur draufgehen. Der Nebel verzieht sich sicher bald. So. Na ja, aber das ist ja ein Problem. Ja, kannst du noch sagen, wie du das sagst? No a co mám udělat, ty vole? Já nevím, co mám udělat, ani vůbec nic říkají, ty kundy. Ty píče. Mám vidět. Tuč punka. Já mi k němu. Já tam podívám k němu, já nevím, kam mám jít. Jde mi cigaretu. Ne. Nebo je tak nikdy, ty vole. Dutch Hemingway. Dutch, jde si ty mrtko. Ich hatte nie gedacht, dass ich mich mal mit einem Gesetzeshüter zusammentue. Ich weiß, ich weiß. Sheriff Whitehorse hat dir wahrscheinlich alles beigebracht, was du weißt. Aber Earl und ich... Wir kennen uns sozusagen schon ewig. Eine kleine Ordnungswidrigkeit hier, eine abgewiesene Klage da, die eine oder andere Kneipenschlägerei. Ich dachte immer, er wäre das größte Arschloch, mit dem ich mich rumplagen muss. Aber dann kreuzte Joseph Seed hier auf. So. So, Sarah. Brat, staraj, ty vole, o nás. Ty... No, to určitě. Oni jsou hned úplně u všechno víc, to protože každý jim bude půjčovat. To určitě. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Die Bitche. Já nevím. Kam mám jít? Tady nic není. Mám na tu trubku. Ty budu muset dát tabak na... aby si měl na zítra.
Kde tě vykládaj, tato? Co mě vykládaj? Kde vystupuješ, když přijedeš z práce? U Alberta, ty vole, kde jsi, ty vole? A kde přijde u Alberta? Ty vole, u Alberta! Hey, die Musik. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys. Ja, ne wiem. Was ist super fialowej? Tady to nebylo, to bylo tady, vole. To muzika. Man muss das Beste aus dem machen, was man hat. So läuft das nun mal. Ja, ich hab doch. Tamhle, no, ale ty vole, že vole, říkal ten Klippel. Es gibt ja dieses Mädchen, Skylar, fantastische Anglerin. Sie sucht nach Hilfe, um den Admiral zu fangen. Du solltest sie aufspüren, wenn du die Gelegenheit hast. Aha. Ja. Einem toten Peggy abgenommen. Anglování může být tady. Nebo tady. Oje. Není je tady. To není ta kráva, kde je ta kráva? No, já nemám ale anglu. Jdu tamhle. Jdu tamhle. Ale mi to svítilo. Kde to je? Co to je, kurva? Jsou naši, ne, nejsou. Hoffe, das klärt sich bald. Heilige Scheiße! Ich lass dich gerade! Jetzt bist du tot! Hovno! Undetekt.
verstehen. Scheiße, noch eins, Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Radio Tour. Warte mal. Co to gotovárci, ty vole. No jo, já nemám klíč. Jak to udělám, že nemám klíč? Já můžu to normálně sama. Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden.
Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen. Eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Gute Pläne, ja. Nee! Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Degesch. No, ja, weh, mal erzählt, ist sie wieder top. Hier ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Ja, ja. Eine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Ja, sag ich mal. Der Teil, wo ich ja. Danke sehr. Ja, nicht sie, du warst brav. Du warst einfach da. Diese irren Wichser schlachten da draußen unser Vieh ab, mitten auf der Weide. Na ja, wird er hinter. Das wird upsicker. Ich gehe jetzt die Bombe. Du, die noch besser. Schmiede so Sache. Die Musik. Das war ja mal das. Da. Ja, was massakru ich. Schmeckt es astrani. Der Gedusch. Der Mertwi. Der Mertwi. Hallo. Pojď sem, vole. Hej, pokud lak. Boy.
Aussicht. Ne? Ah! Das ist ein Nebel. Black Mamba. Píči, to je hulej, ty kundo. Můžu dýchat, vole, kví tobě. Tak. Marley Big Bricks. Co je? Nic. Jsi byla tlustá. No. Marley Bricks. No, tak já nebudu. Co? Kde se? Kdo nepřijde, ty vole, jdi. Schutz gefunden.
Girou. To mám, tak já nevím. To se ří. Já vím, a tak sám to budu jako debil. Tam budu dělat sám to. Prepper sind keine Einzelgänger. Du brauchst Leute, die denken wie du. Und dann muss man aufeinander aufpassen. Sonst so wenig zu. Ich seh mal eben nach. Hast dich wohl verraten, hä? Das war blöd von dir! Jetzt bist du richtig gefickt! Ja, doch, lässig, Krippler. Heiliger Vater! Miraculous. Ich bin nicht hotový. Tam jde já. Ne, já chci to být zbokou mlátit. Ty, kde jsou ty pozranky? To není možný. Co děláš, Gino? Ty vole, tak já nevím, ty vole. Z toho bych celá džigina. Prase. Co máme? Jo. Ty, kde je ten buzík? Co? Bych celá, vole.
Jest na ziele, to jest. Proszę, tam co chybi. Tylko. Myślę, iluje. Zapalili? No. Proszę, mam. Ja przyjdę. Palili, ale. Tej, prosím, nemusí být. Daj! Co to je tady? Golden Road. A to już tutaj. Sind alle Sünder. Jeder von uns. Jeder von uns. Der Mama ist Sünder, die. Jeder. Idiot. No spí, ne? Proč jak to? No aha. To je agresivnější, než ten pes, jo. Ma swoje co? Já tě nechápu, ty idiote, co chceš. Ty víš, že jsi kripl, nebo já nevím, ještě tady něco bude. Taufe, am Arsch! Auf keinen Fall lasse ich mir von diesem Psychos den Kopf unter Wasser drücken. Ich bin am Aussichtsturm einem Kerl begegnet, der meinte, er sei auf einer patriotischen Rundreise durch Amerika. Es ist praktisch ihm scheißegal zu sein, aber wenn er nicht aufpasst, werden sie ihn schnappen. Da muss ich ja gehen, wenn du es uploaden merkst, du merkst, damit er sie war. To sírový asi ne. No, upgrade, no. Přesně. Ty pičo. Co? Pálí jo, to je good. Jak to máš? Tam je 10, ne, tam je ukradené, ty vole. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Fülle zahlen. Zde má nějaký rybitečko. Tohle kam jdu? Jdu špatně. Páni, ty svině. Já můžu. Scheiße! Scheiße! Ich bin vorne. Ich
Tutaj, nebo tutaj? Kde tuto? Ugráde to Windows 10. Dobře. To. Kde to je ten krypa? Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße intus, die die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Wir müssen diese irren Bären loswerden. Jež, to si máme dvě namatýky. Alles verschwindet. Nahrung, Benzin. Gottverdammt! Co? Nejde v kuchyni politá to, ne? Der Kopfhörer. Mhm. Ich packe hier mit Jenny. Ich schicke mal was. Apfelstreuselkuchen. Das Bahngelände gehört schon ewig der Sekte. Mir war nie klar, was die mit dem ganzen Metall dort anfangen. Aber jetzt müssen sie irgendwie Käfige und sowas daraus bauen. Was soll der Scheiß? Já bych pál pusa, ne? Opět kaká, to bych pál prdo. No tak mě by to nevadilo, jo? Ale že to je pál. Vypadni, jo, dáme čili. Vypadni, žeš ti svoje, kriple. Co? O, si trapná. Ty kriple. Tady máš, vole, hajzle. Tam nejvíš, že ty hajzle zase na mě. On je horký, že veď? Oni to musí dát spát, protože tady je studený.
Aber was sind der Bill? Da haben wir einen Kauen rausgelassen. Hey, Probuze! Kistiku! Tak my se v píči. Tak to bude blíba. Ich weiß, wer du bist, Deputy. Und ich weiß, was du hier machst. Ich bin Special Agent Willis Huntley. Unser Häuptling lässt Eden Skate schon eine Weile überwachen. Ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich darum zu kümmern. Leider sagen die präpubertären Eierköpfe in Langley, dass wir in einer Shaming-Economy leben. Bevor wir dir helfen können, musst du etwas für uns tun. Es ist wie in einem guten türkischen Dampfbad. Eine Hand wäscht die andere, wenn man so will. Steig ins Auto, dann erkläre ich es dir. Ich war im Urlaub und wollte alle Staaten in aufsteigender Reihenfolge ihres Patriotismus besuchen, als der Anruf kam. Der Anruf. Der große Mann persönlich hat mich auf eine Spezialmission geschickt. Herr im Himmel, schon vom Erzählen kriege ich einen halben Ständer, wenn du verzeihst. Ich muss ein Band sichern, das ihn, wenn es veröffentlicht würde, schlecht dastehen ließe. Ich habe es hierher verfolgt, zu einem Mitglied Josephs glücklicher Familie. Er hat es hier irgendwo versteckt und da kommst du ins Spiel. Ich werde unseren Mann herauslocken. Dann kannst du ihn zu seinem Versteck verfolgen und mir dieses Band besorgen. Wenn du das für dein Land tust, dann wird dein Land dein kleines Sektenproblem für dich lösen. Wir sind da. Folge mir. Den Rest gehst du zu Fuß. Ist ganz einfach. Militärzielfernrohr. Darauf kann man sich immer verlassen. Ich brauche Zugriff auf die Ausrüstung in diesem Turm. Beseitige diese ganzen Weltuntergangs-Hippies für mich. Was kommt mit Ciao? Nee. Ja, sehr gerne. Nee, wo ist Carolina. Wo Co? Nudle, že mě nesedí. Jsou dobrý, ale. Jo,
spitzen Job, der Beauty. Wir sehen uns in diesem Turm. Achtung, Genosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Wer ist da? Woher hast du diese Frequenz? Keine Zeit für Erklärungen. Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin bei Boyds Haus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, der Beauty. Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen, dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag, du sollst niemanden töten, nur überwachen. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los! Прикольно. Okay, lass unseren Mann in den Helikopter steigen. Nicht vergessen, wir müssen noch erfahren, wo ihr das Tape versteckt. Jeder Idiot mit einem Setup kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns von dir unterscheidet. Ja. Co? No. Okay, lass unseren Mann in den Helikopter steigen. Nicht vergessen, wir müssen doch erfahren, wo ihr das Tape versteckt. Jeder Idiot mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. Unsere Zielperson war ein Hotelmitarbeiter. War ein bisschen zu neugierig bezüglich eines Gastes in einer Luxussuite. Und das hat ihn wieder eingeholt. Und zwar richtig. Ist aus Kremlland geflüchtet und hat sich in die USA geschummelt. Dann hat ihn Joseph aufgelesen und ihm eine Zuflucht geboten. Ich lasse nicht zu, dass dieser Kumbaya-Barträger dem Big Boss gefährlich wird. Okay, Deputy. Jetzt ist es doch Zeit für den Knüppel. Verdünnisier dich nach der Landung. Wir suchen nach einer Kopie. Wahrscheinlich ein Fahrzeug. Ich bin auf dem Weg zu dir. Halt es für mich bereit. Oh.
Ich da schon wieder. Sind ganz nett. Sir, ich freue mich, vermelden zu können, dass ich das Band habe. Wie war das? Ist das Ihr Ernst, Sir? Es wäre mir eine Ehre. Ich bin in 12 Stunden da. Verzeih mir, ich habe jetzt ein heißeres Eisen im Feuer. Und der kleine Vollbartaufstand hier ist unter meiner Besoldungsstufe. Früher hieß es ja mal, ein Deal ist ein Deal. Aber wir leben jetzt in einem neuen Amerika. Ich weiß, du hättest gern eine Gegenleistung, aber so ist das halt. Das erinnert mich an etwas, was meine Großmutter zu sagen pflegte. Wünsch dir was in die eine Hand und scheiß dir in die andere. Mal sehen, welche zuerst voll ist. Ach, ich vermisse sie. Wir sehen uns dann. So. Jemand steht vor uns. Was dem Vater zusteht. Dieser jemand ist ein Mörder und ein Feigling. Aber Gott sieht ihn. Und Gott wird ihn zu ihm führen. Wir werden ihn finden und ihn bestrafen. So will es der Vater.